Computer aufzeichnen. Und ich gehe mal auf diese drei Szenarien ein. Und zwar das erste, ich wiederhole gerade die Aufgabe nochmal, damit das in dem Video auch halbwegs passt. Also es stehen drei Gefäße zur Verfügung mit dem Füllvermögen oder ja, mit dem Fassungsvermögen von 8 Litern, 5 Litern und 3 Litern. Das Gefäß A, das größte Gefäß, ist vollständig mit Wasser gefüllt. Und Aufgabe ist es jetzt, exakt die Menge von 4 Litern abzumessen. Und zwar durch Umverteilung der Flüssigkeiten. Ja, also das heißt, es gibt keine zusätzlichen Hilfsmittel. Man kann auch nicht irgendwie abschätzen, indem ich sage, naja, jetzt schütte ich mal die Hälfte von dem 5-Liter-Fass oder von dem 5-Liter-Gefäß raus und dann nochmal die Hälfte von dem 3-Liter-Gefäß. Dann kommt man ja auf 4 Liter. Also dieses Abschätzen haut nicht hin. Man kann das nur ganz vollständig leeren, das Gefäß, und man sollte dabei auch nichts verschütten. Ja, und die Frage ist, kriegen wir das überhaupt hin, 8 Liter abzumessen, und wie viele Umfüllvorgänge sind mindestens erforderlich, und wie kann man das schnellstmöglich machen? Das lässt sich einfach als ein Graphenproblem modellieren, indem ich mir nämlich angucke, was sind denn die einzelnen Zustände dieser Flüssigkeitsbehälter? Zustand meine ich, wie stark ist er gefüllt? Wenn wir sagen, in der Ausgangssituation ist nur dieses Gefäß hier gefüllt mit den 8 Litern, ja, diese beiden sind leer, ja, dann würden wir das als Zustand modellieren. Und ich benenne dich jetzt einfach mal entsprechend der Flüssigkeit innerhalb der Gefäße. Das heißt, das Ding würde ich einfach mit einer 8 kennzeichnen. Das mit einer 0 und das mit einer 0. Ja, weil hier haben wir initial, genau, das ist vollständig mit Wasser gefüllt. Das heißt, hier haben wir 8 Liter drin, hier haben wir 0 Liter drin, hier haben wir 0 Liter drin. Ja, das heißt, der Füllzustand der drei Gefäße bildet einen Knoten in unserem Graphen. Das heißt, jeder Knoten ist mit so einem Dreituppel gekennzeichnet, A, B, C. Ausgangspunkt oder Startpunkt ist der Knoten 8, 0. Umfüllvorgänge werden als Kanten modelliert. Das heißt beispielsweise, das wäre ein zweiter Zustand, der besagen würde, im ersten Gefäß, in dem großen Gefäß sind nur noch 3 Liter, im zweiten Gefäß sind 5 Liter, im dritten Gefäß sind 0 Liter. Ja, und die Kante zwischen diesen beiden heißt, ich kann entsprechend der Regeln die Flüssigkeit umfüllen. Entsprechend der Regel die Flüssigkeit umfüllen heißt, ich leere ein Gefäß vollständig oder fülle es vollständig. Das heißt, was ich mache, ich nehme diesen ersten Behälter und fülle damit vollständig den zweiten Behälter. Das ist erlaubt, ja, weil da merke ich, okay, ich verschütte ja keinen Tropfen. Das ist sozusagen die ideale Vorstellung. Ja, ich fülle diesen zweiten Behälter vollständig. Damit habe ich dann 5 Liter abgemessen, weil ich weiß, der zweite Behälter ist halt 5 Liter groß. Das heißt, das wäre eine Kante im Graphen, weil das ein zulässiger Zug ist. Das heißt, so muss ich mir jetzt überlegen, welche Zustände können denn hier eintreten und wie komme ich von einem Zustand in den nächsten Zustand durch einen zulässigen Umfüllvorgang. Ja, insgesamt ist der Graph nicht so ganz klein, der ist ein bisschen größer. Das sieht man jetzt in der Projektion hier nicht so richtig gut. Ich muss das mal übersetzen hier oben. Hier steht 800 und ich habe dann sozusagen Pfeile gemacht, beispielsweise zu dem Zustand 350. Man sieht das hier. Ich kann vielleicht diese Grafik nochmal separat zur Verfügung stellen. Ja, ich habe hier hingeschrieben A nach B, 5. Das heißt, von dem ersten Gefäß schütte ich 5 Liter in das zweite Gefäß. Ja, und beispielsweise könnte ich das natürlich auch wieder zurückschütten. Das habe ich, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da müsste eigentlich auch hier ein Pfeil sein, genau. Sieht man ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Ja, aber ich schütte von dem hier, wenn ich das zweite Gefäß wieder vollständig in das erste Gefäß schütte, ja, dann gehe ich von B nach A mit 5. So, das heißt, man malt sich jetzt mal auf, welche Zustände gibt es da überhaupt? Ich glaube, 16 sind es. Und man muss sich überlegen, was sind denn die Zustände, die zu der Lösung führen? Ja, die Zustände, die zu einer Lösung führen, sind alle diejenigen, die entweder im ersten oder im zweiten Komponente eine 4 enthalten. Ja, die dritte Komponente kann nicht 4 enthalten, weil das Gefäß nicht groß genug ist. Ja, das hat nur 3 Liter, das heißt, die dritte Komponente kann maximal 3 sein. Ja, aber die zweite Komponente kann 4 sein,
Die erste Komponente kann 4 sein, es können auch beide 4 sein. Und dann haben wir im Prinzip drei mögliche Zielzustände. Das ist einmal der Zustand 1, 4, 3. Das heißt, ich habe es irgendwie geschafft, ausgehend von dem Start hier, 1 Liter in dem ersten Gefäß, 4 Liter im zweiten Gefäß, 3 Liter im dritten Gefäß oder in diesem Zustand 4, 4, 0, 4 Liter im ersten Gefäß, 4 Liter im zweiten, 0 Liter im dritten oder 4, 1, 3. 4 im ersten, 1 im zweiten und 3 im dritten. Ja, das wären sozusagen zulässige Lösungen. Ja, und was ich jetzt mache, da suche ich jetzt einfach beispielsweise mit dem Dijkstra-Algorithmus einfach einen Weg in diesem Graphen. Ich starte, das sind meine Zielknoten. Und wenn ich da Wege berechne, ich meine, es gibt insgesamt drei Wege in diesem Graphen, und zwar einmal von 8, 0 nach 1, 4, 3 mit 6 Zügen. Das mache ich jetzt nicht im Detail, den Dijkstra, aber das ist sozusagen der Weg, der dann angenommen wird. Und ich meine, es gibt auch noch zwei weitere Wege in dem Graphen. Genau, der hier, den auch jetzt mal nicht mehr animiert. Ja, aber die sind halt entsprechend länger, brauchen mehr Umfüllvorgänge als diese Lösung hier von 800 nach 143. Ja, das heißt, man muss keinen speziellen anderen Algorithmus implementieren, sondern hier geht es sozusagen einfach nur darum, dass ich das Problem in den vernünftigen Graphen überführe, und dann einfach einen Standardalgorithmus wie den Dijkstra-Algorithmus oder auch diesen Label-Correction-Algorithmus anwende. Das zweite Problem geht eigentlich ziemlich ähnlich. Ja, gehen wir mal direkt drauf ein und dann sammeln wir vielleicht noch ein paar Fragen. Wir haben hier die Aufgabe auf einem Schachbrett, 8 Kreuz 8 Größe, ist eine Springerfigur von einer Startposition S. Die ist hier oben zu einer Zielposition T, die ist hier unten zu setzen. Man sieht das nicht so richtig gut in der Aufnahme hier oder in der Zoom-Übertragung. Hier sind so ein paar Felder, die sind hellgrau markiert. Das sind die Felder, die von dem Springer nicht besetzt werden dürfen. Für diejenigen, die das Schachspiel nicht kennen, der Springer, der kann die folgenden Züge ausführen. Von seiner Position aus kann er entweder zwei Felder vorwärts und dann ein Feld seitlich, entweder nach da in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung. Ich komme natürlich auch hierhin, indem ich ein Feld vorwärts und dann zwei Felder seitwärts. Also sozusagen, das sind die beiden Züge, zwei sozusagen gerade Züge, einmal ein Feld, einmal zwei Felder. Ja, das heißt, dann sind das diese orange oder diese gelb markierten Felder, die der Springer sozusagen von seiner aktuellen Position besuchen. Ja, gibt es überhaupt einen gültigen Zug und was ist der längste oder kürzeste Zug? Ja, auch das lässt sich als ein Problem formulieren, was wir direkt mit dem Dijkstra-Algorithmus lösen können, indem ich mir Gedanken mache, dass ich auch das Spielbrett als Graph modelliere. Ja, jedes Feld des Brettes wird zu einem Knoten im Graphen. Ja, es werden dann diejenigen Knoten miteinander verbunden, die über einen gültigen Zug des Springers erreichbar sind. Ja, und da sind natürlich die grau markierten Felder, die man jetzt eben hier in dem Video nicht so richtig gesehen hat, sind natürlich zu berücksichtigen. Das heißt, das sind Felder, die natürlich dann von keiner Kante erreicht werden. Ja, und eine Zugfolge, ist dann ein Weg im Graphen von dem Startknoten zum Knoten T. Ja, die einzelnen Knoten, die modelliere ich einfach durch, ja, im Prinzip so ein Koordinatenpaar. Gehe nochmal zurück. Ich habe hier einfach ein 8 Kreuz 8 Brett und gebe denen im Prinzip einfach Koordinaten, ja, von 1, 1 bis 8, 8, 8. Ja, muss ich mir nur noch überlegen, wie ich sozusagen die erste Koordinate, zweite Koordinate, ja, die erste Koordinate nehme ich meistens hier typischerweise diese, weiß ich jetzt gar nicht, welche ich genommen habe, X oder Y-Richtung, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Gucken wir uns gleich mal an. Genau, ich habe es zeilenweise notiert. Ja, das heißt, die erste Koordinate gibt die Zeile an, die Zeilennummer, und die zweite Koordinate dann die Spaltennummer. Der Graph, der sich dann ergibt, das ist dann dieser hier, der hier abgebildet ist. Hier sieht man jetzt wieder nicht so richtig. Ich mache mal beispielsweise überall da einen kleinen blauen Punkt rein. Das sind die Knoten, die jetzt hier grau gefärbt sind, weil man das halt entsprechend in dem Video nicht sieht. Und das irgendwie scheinbar Zoom nicht hergibt, aber ich markiere die mal gerade. Das sind meine grauen Felder. Das sind die, die nicht besucht werden dürfen. Ich habe die mal als Knoten aufgezeichnet, wobei ich sie natürlich im Graphen gar nicht berücksichtigen muss.
Und die anderen Felder, das sind zumindest diejenigen, die prinzipiell erreicht werden können. Und tatsächlich werden sie erreicht, indem ich halt entsprechend diese Kanten hier ziehe. Beispielsweise komme ich, wenn ich hier von Feld 1, 1, kann ich zwei vorwärts, einen nach unten oder hier so gehe. Das wäre ein möglicher Zug. Ja, und wenn ich diesen Graphen einmal gefunden habe, wende ich einfach den Dijkstra an und finde dann einen Weg in dem Graphen, ja, ausgehend von dem Startpunkt, auch hier wieder mit sechs Zügen sozusagen, die da durchlaufen werden. Das gebe ich jetzt einfach nur so als Lösung hier an. Auch da gibt es sicherlich mehrere Wege. Da habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich mal gucken, ob ich jetzt auf die Folien draufgeschrieben habe, ob es da mehrere Lösungen gibt. Vermutlich, sicherlich sogar. Aber der kürzeste Weg ist dieser hier. Das heißt, ich brauche sechs Züge, um von S nach T zu bekommen. Und die grundsätzliche Frage, ob ich das Feld überhaupt erreiche, jawohl, das geht. Genau. So, also zwei Aufgaben, die direkt das Problem der kürzesten Wege adressieren. Und ja, Kunst ist es sicherlich hierbei, die überhaupt mal erstmal das Problem zu modellieren als Graph und dann entsprechend den Algorithmus anzuwenden. Wobei Sie natürlich dann irgendwie berücksichtigen müssen, ich glaube, ich hatte da sogar in der Klausuraufgabe auch nochmal formuliert, spezifizieren Sie den Graphen, wie der aussieht von der formal. Das heißt, hier wäre das so, der Graph bestünde aus zwei Tuppeln, ja, die Knotenmenge, das wären gerade die Tuppel i, j und 1 kleiner i kleiner 8, 1 kleiner i, j natürlich kleiner 8. Ja, das wäre die Knotenmenge und die Kantenmenge, das wären dann im Prinzip, also habe ich dann irgendwie umgangssprachlich, würde ich das formulieren. Das war so hingeschrieben, I1, J1 nach I2, J2 ist ein gültiger Springerzug. Und das Ganze ist auch ein zulässiges Feld. Das heißt, es ist jetzt nicht hellgrau markiert oder jetzt hier blau markiert in dem Video. Ja? So war, glaube ich, die Klausuraufgabe, dass man das einmal modelliert, dass man das einmal angibt. Und dann muss man es aber nicht vollständig ausformulieren, den Graphen, also jetzt im Sinne, dass man alle Fältchen hinmalt, sondern sich wirklich nur einen Weg sucht. Ja. Dann gehe ich noch ganz kurz auf die dritte Aufgabe ein. Da greife ich jetzt im Prinzip ein bisschen voraus, weil es eigentlich das Thema betrifft, was wir diese Woche bearbeiten. Das macht man nämlich mit dem Max-Flow-Algorithmus oder modelliert das als Max-Flow-Problem. So, also das ist die Situation. Eine Stadt hat R Einwohner. Es gibt Q verschiedene Clubs, Sportclubs, Briefmarken, Sammelclub, Taubenzüchterverein, was auch immer, politische Vereinigung, P-Stück. Und jeder Einwohner ist Mitglied wenigstens eines Clubs, kann aber auch mehreren angehören und kann genau einer politischen Vereinigung angehören. Jeder Club muss ein Mitglied auswählen, um den Club auf dem anstehenden Neujahrsempfang des Bürgermeisters zu vertreten. Dabei ist auf eine ausgewogene Verteilung der Gäste zu achten. Die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung PK darf höchstens UK sein. Gibt es eine gültige Gästeliste, bei der alle Clubs der Stadt repräsentiert sind? Auch das modellieren wir als ja, Netzwerk, sagt man in diesem Falle. Das ist aber letztendlich nur ein Graph mit Kantengewichtung. Manchmal wird das auch Netzwerk genannt, und zwar hier in diesem Anwendungsszenario nennen wir das typischerweise so. Was machen wir? Wir haben R Einwohner. Die packen wir mal in die Mitte. Wir haben eine Reihe von Clubs. Dann haben wir eine Reihe von politischen Vereinigungen. Dann haben wir, dass jeder Einwohner ist Mitglied wenigstens eines Clubs. Das modelliere ich, also diesen Zusammenhang modelliere ich als Kante, indem ich einfach sage, dieser Einwohner hier ist beispielsweise Mitglied in diesen beiden Clubs. Ja, der hier, das ist nicht so ein Clubfreund, der ist in diesem Club. Ja, so modelliere ich im Prinzip die Zugehörigkeit eines jeden Einwohners oder Einwohnerin zu einem der Clubs. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel von 8 Einwohnern und 4 Clubs gemacht und 3 politischen Vereinigungen. Ja, Sie können sich das natürlich hier beliebig groß vorstellen. Wir könnten hier auch diese R
Einwohner haben. Und hier hatten wir eben Q-Clubs und hier entsprechend die P-politischen Vereinigungen, was glaube ich. Ne? Da gebe ich einfach ein Kantengewicht 1 drauf. Ja. Auf der anderen Seite, jedes Mitglied oder jeder Einwohner kann Mitglied in einer politischen Vereinigung sein. Ja, hier gibt es jetzt nicht mehrere Kanten ausgehend von den Einwohnern zu den politischen Vereinen. Auch da mache ich wieder eine Kante. Auch die bekommen das Gewicht 1. Jeder Club muss ein Mitglied auswählen. Das modelliere ich jetzt, indem ich Kanten zwischen meinem Startknoten und meinen Knoten hier der Clubs lege. Und zwar gibt es da jeweils eine Kante mit genau Kapazität 1. Ja, das heißt, das Ziel wird hinterher sein, so einen maximalen Fluss hier durchzuschicken. Und wenn ich nur eine Einheit durch diesen einen Club schicken darf, heißt das natürlich aufgrund der Flusserhaltung, alles was reingeht, geht auch raus, kann ich hier maximal Kapazität 1 rüberschicken. Das heißt, ein Einwohner, das könnte der sein. Dieser Einwohner, Mitglied in dem Club ist, wird das wohl der sein, aber spannender ist es dann hier bei denen. Ja, wenn ich hier sozusagen einen reinschicke, dann muss ich einen von diesen Vieren auswählen, die dann vertreten werden. Ja, ich kann nicht alle vier gleichzeitig hier sozusagen mit einer Einheit versehen oder mit einem Fluss versehen, ja, sodass hier sozusagen die Steuerung erfolgt. Jeder Club muss ein Mitglied auswählen. So, die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung auf diesem Bürgermeisterempfang, das ist sozusagen hier, ja, darf höchstens UK sein. Das mache ich durch eine Kante von den politischen Vereinigungen zu dem Zielknoten T. Da gebe ich einfach drauf die Kapazität UI, also sozusagen die Anzahl der maximalen Mitglieder dieser politischen Vereinigung, die halt zu dem Empfang kommen dürfen. Ja, und wenn ich jetzt hier sozusagen beispielsweise, hier dürfen nur zwei ausgewählt werden, aufgrund der Flusserhaltung beim Max-Flow-Problem, ja, heißt das, es können auch nur zwei hier reinkommen. Das heißt, nur von diesen dreien können nur zwei ausgewählt werden, um dann hier sozusagen diese beiden Plätze einzunehmen. So lässt sich das im Prinzip modellieren, dieses Problem. Und dann wende ich ganz normal einen Max-Flow-Algorithmus an. Das ist das, was wir morgen früh in der Veranstaltung nochmal machen, beziehungsweise das, was wir sich diese Woche angucken. Wenn wir das dann heute noch nicht lösen können, dann haben wir zumindest schon mal einmal ganz kurz gesehen, wie sich so eine Fragestellung halt mit diesem Max-Flow-Ansatz lösen lassen. Und wenn wir jetzt hier einen Max-Flow mindestens der Stärke Q haben, das war, glaube ich, die Fragestellung auch, ja, ist jeder Club auf dem Empfang vertreten? Ja, das ist dann der Fall, wenn der Max Flow, der ja an irgendeiner Stelle hier sozusagen als Schnitt durch diesen Graphen und dieses Netzwerk genommen werden kann, wenn der mindestens die Stärke Q hat, ja, dann ist auch sichergestellt, dass wir alle Clubs hier sozusagen vertreten haben. Okay. Das war sozusagen das Problem, auf die Lösung sozusagen mit dem Algorithmus. Das machen wir dann morgen in der Veranstaltung nochmal. Das ist erstmal sozusagen diese Fragestellung, wie sich das mit Hilfe eines Netzwerkes oder gewichteten Graphen modellieren lässt.